Hi Leute und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über ein Build für Harlequin in Suicide Squad Kill the Justice League. Und dieser Build ist von Triple G, ein Content Creator im internationalen Raum. Ich werde euch den unten verlinken. Er hat diesen Build gebastelt und hat da, glaube ich, auch einen kreativen Input aufgenommen, der von den Developers in einem Q&A mal genannt wurde. Dieser Build dreht sich hauptsächlich um die Nutzung von Granaten und hier mit Granaten den maximalen Damage rauszuhauen. Und das ist was fürs Endgame. Wir gucken uns an, wie das Ding funktioniert, welche Items ihr brauchen könnt, um diesen Build zu perfektionieren und wie sich das Ding dann insgesamt etwa spielen wird. Also, steigen wir ein und gucken uns an, wie das Ding funktioniert. Hier seht ihr jetzt erstmal kurzes Gameplay dazu, was Harlequin so macht. Also sie ist auch hier viel an den Feinden dran, aber jetzt seht ihr zum Beispiel dieser Granatenwurf und wie viel Damage der gerade weggebrettert hat einfach. Und ihr müsst jetzt ein bisschen im Auge behalten, links unten, wie schnell sich der Granatenslot immer wieder füllt. Ihr habt hier nur eine Granate bei diesem Build, aber diese eine Granate fetzt. Und ihr werdet bei dem Build so vorgehen, dass ihr versuchen werdet, alle möglichen Effekte zu nutzen, um immer wieder Granatenladungen herzustellen. Hier seht ihr den Skilltree, den Talentbaum, wie es geskillt wurde. Ich würde das einfach direkt erstmal so nachbauen und dann im Nachgang vielleicht gucken, ob ihr dann noch Feintuning-mäßig was in eure Richtung lenken möchtet, ob ihr hier zum Beispiel in eine andere Richtung rüber geht, bei den Sachen, wo ihr mehrere Sachen zur Auswahl habt, also wo ihr drei habt in einer Stufe oder zwei habt in einer Stufe, ob ihr da irgendwas wechselt, weil es euch persönlich jetzt besser gefällt für euren Spielstil. Aber ansonsten ist es natürlich klar, dass ihr hier bei diesen Talentbäumen darauf gehen werdet, dass ihr versucht, Granatenschaden zu pushen. Ja? Und überall, wo was dran steht, dass es mit Granaten zu tun hat und Granaten verbessert, dann geht ihr natürlich auch in diese Richtung bei Harlequin. Denn sie, ja, eignet sich einfach sehr dafür, mit Granaten umzugehen. Das ist ihr großes Plus. Hier kommen wir dann aber jetzt auch schon zum Loadout. Also welche Items habt ihr denn dabei? Und eine ganz wichtige Granate ist, und der Grundbaustein eigentlich für diesen Build ist Bang, die legendäre Granate. Denn Limited to carrying one grenade, also ihr könnt nur eine Granate tragen, aber die macht 500% mehr Schaden und hat einen 100% größeren Explosionsradius. Das heißt, die Granate scheppert richtig und wenn ihr dann hier noch coole Affixe drauf habt, dann ist das natürlich eine super geile Sache. Zum Beispiel plus 50% Granatenschaden zu infused enemies. Also hier könnt ihr dann auch noch modden mit Täumen im Nachgang, falls euch da noch was fehlt oder ihr das optimieren möchtet, Granatenschaden zu pushen. In jeder Form und jeder Hinsicht lohnt sich hier dann natürlich extrem mit diesem Ding. Also das hier ist wirklich die Grundlage für diesen Build. Ein anderes Item oder einen anderen Effekt, auf den ihr ein großes Augenmerk legen solltet, sind solche Bonuseffekte wie diese hier. Skilled Landings and Ground Slides have a 100% chance of dropping a live grenade at your feet. Also, dass ihr wirklich bei einer perfekten Landung und bei Slides eine 100% Chance habt, dass eine Granate fallen gelassen wird. Und das kann aber nur alle 20 Sekunden passieren. Dennoch, diese eine Granate scheppert und ihr solltet die Granate natürlich dann häufig nutzen und dann häufig solche Effekte nehmen, die die Granaten wiederherstellen oder diese eine Granate wiederherstellen in eurem Loadout. Triple G betont es hier, glaube ich, nochmal, dass es wichtig halt ist, diese Support Squad Mission alle abzuschließen. Die findet ihr in der Karte über W, beim Keyboard zumindest, dass ihr möglichst alle Optionen habt, um euer Gear zu optimieren und hier auch mit den Affixen rumzubasteln und so weiter und so fort. Hier habt ihr zum Beispiel auch einen Bonuseffekt drauf, nämlich diesen hier, dass kritische Treffer eine Granate beim Feindestreffer spawnen. Diese Granate hat 100% mehr Schaden, wenn sie explodiert. Und das kann nur alle 30 Sekunden passieren. Also wieder ein Bonuseffekt, wieder für Granaten, wieder mehr Damage. Und so habt ihr schon die zweite oder dritte Komponente eigentlich für Granaten und Granatenschaden. Dann sehen wir hier kurz in dem Bildschirm, dass gehighlightet wird, dass dieser Build auch das Infamy Set Bane's Rage benutzt. Und da geht es vor allem darum, die Feinde zu crazen. Und wenn ihr die gecrazed habt, mit einem Melee-Hit zum Beispiel, wenn ihr dann einen gecrazeden Feind trefft, habt ihr eine 50% Chance, dass Granatenmunition gedroppt wird. Das heißt, hier habt ihr wiederum eine Chance, eure eine Granate wieder zu bekommen, um wieder krassen Schaden zu machen. Und dann sehen wir hier auch noch bei dem Dreier-Set-Bonus, wenn ihr drei Teile ausgerüstet habt, dass Bane's Rage jetzt auch für die Granaten gilt und 200% mehr Schaden
mitbringt und dass jeder Feind, der mit einer Granate getötet wird, die Bane's Rage nochmal erneuert und eine 33% Chance dazu fügt, dass eine Granate wieder gedroppt wird als Munition. Also hier wieder zwei Bonuseffekte hinzugebaut, damit dieser Build möglichst flüssig funktioniert und ihr möglichst häufig Granaten oder diese eine Granate wieder im Repertoire habt. Und dann haben wir last but not least, glaube ich, sogar noch den Lucky Charm, den Glücksbringer, den ihr dabei haben könnt, der zum Beispiel diesen Effekt drauf hat, dass jeder kritische Treffer auf einen Nicht-Fahrzeugfeind eine 10% Chance bekommt, eine Granate zu droppen als Granatenmunition. Und diese Chance resettet sich beim Granatendrop, wenn die Granate fallen gelassen wird als Munition. Und es gibt einen 20 Sekunden Cooldown drauf. Also hier noch einmal ein Effekt, der euch möglichst häufig Granaten bringt. Und damit, Leute, ist dieser Build eigentlich auch schon vollständig. Das heißt, wir hantieren hauptsächlich mit Harlequin mit den Granaten in diesem Build. Wir benutzen sie möglichst häufig, die Granate, wenn wir sie haben, diese eine. Und wir suchen nach diesen Bonuseffekten, die uns in diesem oder jenem Fall Granatenmunition wiederherstellen oder Granaten droppen, Granaten spawnen lassen an einer bestimmten Stelle. Da gibt es mehrere Bonuseffekte und wahrscheinlich kommen im Laufe der Zeit noch mehr dazu. Das Bane Set Tier 1 ist ein weiterer Baustein, um hier einfach mehr aus den Granaten rauszuholen. Haltet also danach Ausschau, wenn ihr irgendwas seht mit Plus für Granaten, mehr Granatenschaden, mehr Granatendrops, baut es mit in euren Build rein. Und wenn ihr das natürlich alles gefunden habt, damit zufrieden seid, könnt ihr noch zum Träumen gehen zum Beispiel und bei den einzelnen Affixen draufsetzen, dass ihr plus Granatenschaden macht. Zum Beispiel, dass die Granaten einfach noch mehr reinschmettern oder den Granatenexplosionsradius zu erhöhen zum Beispiel. Diese Möglichkeiten habt ihr, diesem Build noch zu perfektionieren. Und dann geht es natürlich darum, diese perfekten Landungen zu machen, die Slides zu machen, auch mal im Nahkampf einen Finisher zu machen, um möglichst häufig diese Granaten wieder aufzuladen, damit ihr sie möglichst schnell auch wieder benutzen könnt, um wieder von diesen Aufladungseffekten zu profitieren. Und das ist so der Gameplay-Loop mit diesem Build, den ihr mit Harlequin machen könnt. Ich glaube, das ist eine sehr coole Art und Weise, sie zu spielen und hat viel mit Movement zu tun und natürlich einer schönen Platzierung mit einem Granatenwurf jeweils in die Feinde rein, möglichst viele treffen, wenn ihr dann mal eine werft, damit ihr möglichst viel rausholen könnt aus diesem Granatenschaden. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch dieser Build ein bisschen eine Inspiration gegeben hat. Auch wenn es nicht mein eigener ist, ich bin nicht so weit momentan, deswegen dachte ich mir, ich highlighte jetzt mal Builds aus der Community raus, hier von Triple G, wie gesagt, der Link zu ihm ist unten in der Kommentarspalte, ist auf Englisch. Aber ich möchte euch auch in Zukunft weitere Build-Videos bringen, auch was andere eben zusammengebastelt haben, bis ich dann auch so weit bin und selbst was zusammenbasteln kann. Bis dahin vielleicht und schön, dass ihr reingeschaltet habt, schaut auch gerne auf dem Stream vorbei und ja, macht es gut.